Stetig wachsende Bilanzsumme und eine weiterhin positive Geschäftsentwicklung. Bei der Bilanzpressekonferenz der Volksbank Pinneberg-Elmshorn präsentierte der Vorstand einen guten Jahresabschluss für 2018. Ein stabiles Zinsergebnis und ein stetig wachsendes Provisionsgeschäft. Ja, wir dürfen sagen, die Bilanz war gut. Wir freuen uns auch über die Entwicklung. Ein gutes Jahresergebnis erzielen können, Wachstum in allen Bereichen. Also insofern sind wir wirklich zufrieden. Ja, setzt sich aus mehreren Komponenten zusammen. Einmal konnten wir insbesondere in der Versorgung mit Krediten unserer Mitglieder und Kunden deutliches Wachstum erreichen. Wir haben zweistellige Wachstumsraten, was die Kreditzusagen betrifft. Insgesamt 15%, die wir dort gewachsen sind. Also das ist ein sehr erfreuliches Ergebnis. Die Kundeneinlagen sind gestiegen, auch nochmal insgesamt um knapp 3-3,5%. Also die Volksbank ist weiter sicherer Hafen für die Kunden und Mitglieder. Tolle Entwicklung. Wir haben unsere Kosten gut im Griff und haben auch unsere Provisionserlöse steigern können. Also insofern sind wir auch wirklich damit rundum zufrieden. Ja, wir planen eine Fusion in diesem Jahr, rückwirkend auf den 01.01.2019, und zwar mit der Raiffeisenbank EG Bad Bramstedt. Wir haben beide Geschäftsgebiete unmittelbar aneinander grenzend. Insofern ergänzen wir uns sehr schön. Wir haben dann einmal die Achse der A7 hoch an Bad Bramstedt entlang und die Achse der A23 bis Richtung Elmshorn-Itzehoe. Das sind zwei starke Achsen, Wachstumsachsen in dieser Region. Und deswegen verstärken wir einfach unsere Region und unseren Bereich. Und nachher mit einem Haus insgesamt, was 6 Milliarden Euro Kundengelder betreut, bleiben wir in dieser Region auch tatsächlich ein großer, guter Ansprechpartner. Ja, bedanken möchten wir uns bei unseren Mitgliedern und Kunden, dass sie uns als Partner suchen für ihre Finanzierung wie auch für die Einlagen. Und natürlich an dieser Stelle sei es gedacht, auch Dankeschön an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ohne die würden wir dieses Ergebnis sicherlich nicht leisten können. Weitere Informationen und Termine aus der Region finden Sie auf dem Online-Portal Ihres Stadtmagazins.